hier auf unserem Community Server zu einer neuen Folge. Ich werde jetzt hier mal die Presse abholen und dann können wir anfangen mit Ballenpressen. Quaderballenpressen, Strohballen werden das quasi, die man dann im Anschluss auch wieder aufladen muss von Hand. Ja, allgemein hier auf dem Server wächst und gedeiht alles. Es wird so langsam alles richtig reif. Und die nächste Zeit, die wird richtig, richtig stressig. Denn wir haben 18 Hektar Kartoffeln. 18 Hektar. Die müssen alle ausgegraben werden. Zwischendrin muss dann noch einiges gebaut werden. Die Kollegen, bei denen wird auch nach und nach alles reif. Die Maschinen sind alle im Dauereinsatz. Beispielsweise hat ja, die Farm Evergreen gerade die Ballenpresse. Man sieht es da vorne schon. Da liegen Silageballen rum. Und ich habe schon gesehen, der muss noch zwei weitere Wiesen pressen. Und dann hat er da hinten auch noch jede Menge Stroh auf seinen Feldern liegen zum Pressen. Wir haben die Presse ja gemeinsam. Und ja, der ist gerade mitten im Silageballenpressen. Aus dem Grunde nutzen wir jetzt einmal so ein hübsches Teil hier. Warte mal, ich wollte nochmal kontrollieren. Ballengröße. Machen die ganz großen, hätte ich gesagt. Und los geht's hier. Da wird schon einiges zusammenkommen hier. Sind ja, ja, offizielle Feldangabe sind 6, irgendwas Hektar, ist aber ein bisschen größer gemacht worden. Also es sollten schon so an die 7 Hektar sein. Außenrum seht ihr ja, also habt ihr gerade gesehen, Vorgewende war weg. Das habe ich alles mit dem Ladewagen geholt. Das ging sich perfekt aus. Also gerade vorne, hinten jeweils zwei Vorgewände schwarz plus da unten das spitze Dreieck habe ich auch geholt mit dem Ladewagen. Und es hat gerade so gereicht oder gerade reingepasst. Zum einen, um die Kühe einzustreuen und zum anderen, um ja, die Futterbucht, wo der Roboter das ganze Futter rausholt für den Futtermischwagen. Die konnte auch voll gemacht werden mit Stroh. War somit perfekt. So, ein bisschen was liegen lassen da hinten, aber das war die Stelle, wo der Riesenhaufen war. Ist immer ungünstig, wenn man mit dem Drescher mitten auf dem Feld anhalten muss. Es gibt dann immer so einen Riesenhaufen direkt hin. Ist aber auch in Realität so, also. Wobei, ja, kommt immer drauf an, wie groß der Drescher jetzt ist. Bei einem großen Drescher macht es dann eher was aus. Bei einem kleinen Drescher macht es so eine Presse, wie wir jetzt hier hinten dran haben, überhaupt nichts aus. Es geht einfach durch wie nix. Ja, die Presse hier. Wir nehmen das Stroh ganz normal auf mit der Pickup, wie so eine normale Pickup halt funktioniert. Es wird dann nach oben befördert, wird gleichzeitig auch noch geschnitten, also es kommt nicht in der Originalhalmlänge in den Ballen rein, sondern es wird geschnitten und das wird dann zum Ballen gepresst. Das Schneiden hat den Vorteil, dass wenn man später den fertigen Ballen aufschneidet zu Hause und das Stroh verteilt, dann zerfällt es richtig schön
gut zu feinem, lockerem Stroh. Wenn man das jetzt nicht schneiden würde, sondern direkt in langen Halmen da reinpressen würde, dann ist es mehr so klumpig, nenne ich es mal. Und er muss sich schon ein bisschen mehr anstrengen, um das Ganze vollständig zu zerteilen, um dann schön gut einstreuen zu können. Ist auch ein bisschen abhängig davon, was man jetzt hat. Hat man jetzt Haferstroh, Roggenstroh, Weizenstroh. Jedes Stroh ist auch ein bisschen anders. In anderer Weise, Art und Weise geschmeidig, nenne ich es jetzt mal. Wenn es dann mal noch ein bisschen feuchter war, dann ist es auch ein bisschen schwieriger, aber ja. Das sind Probleme, die haben halt Bauern, die dann quasi das von Hand verarbeiten müssen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man ja so eine Häckselmaschine hat. Da kommt quasi der Ballen rein, wird aufgeschnitten und dann wird er quasi da nochmal gehäckselt und entweder dann irgendwo einem kleinen Ort zwischengelagert oder direkt eingestreut oder gefüttert. Wenn man sowas hat, dann braucht man jetzt hier an der Presse nicht irgendwie das einstellen, dass es möglichst klein geschnitten wird. Ja, was mich interessieren würde von euch, was interessiert euch am meisten? Ich habe jetzt vor kurzem ein Hofupdate gezeigt. Ihr habt so ein bisschen Überblick, was demnächst an Ernte ansteht. Mich würde einfach interessieren, was davon würdet ihr am liebsten sehen? Was interessiert euch davon am meisten? Und eventuell noch so als Zusatz, wie gespannt seid ihr auf die geheimen Deals, die ich mal angesprochen habe? Wer es nicht mitbekommen hat, also ich habe ja generell so ein Deal mit der Biogasanlage mit Gärreste Gülle-Mischt Austausch. Dann habe ich mit Hof Evergreen Deal, dass wir da uns teilweise Maschinen gemeinsam kaufen und so weiter und so fort. Und es gibt ein paar Deals, die werden demnächst umgesetzt. Erraten hat es bisher noch niemand. Aber wie sehr interessieren euch die? Würde mich interessieren. Einfach so, 1 bis 10. 10, boah. Ich kann es fast nicht mehr aushalten und 1 so. Ja. Ich bin geduldig. Wenn es da ist, dann reicht es mir auch noch. Sehe schon. Wir kommen zwar voran, aber boah, dreiviertel Stunde werde ich hier schon beschäftigt sein. So, das einzige Feld. Das Zuhause, das zweite Haferfeld, genau, das ist im Übrigen auch schon gedroschen. Das hat Fondi gedroschen. Ich habe ihm zur Hälfte geholfen abzufahren. Und er hat die Ballen gepresst. Oh ja, das muss ich euch auch noch zeigen. Er hat die ganzen Ballen zu Hause in der Halle wieder komplett umgestapelt. Ich weiß nicht. Der überrascht mich jedes Mal wieder. Da komme ich heim. Oder komme ich mal wieder auf den Server, besser gesagt. Beziehungsweise ich war gestern auf dem Server. Wann war das? Gestern Abend? War es 19 Uhr? 20 Uhr? War ich auf dem Server? Schreibt er mir um 24 Uhr. Ja, ich habe was mit den Ballen ausprobiert. Komme ich heute Morgen auf den Server? Alle Ballen in der Halle komplett umgestapelt.
Einfach krass. Es sieht hübsch aus, was er gemacht hat. Ich glaube, zum Ende des Videos gehen wir da kurz hin und schauen uns das gemeinsam noch an. Das lohnt sich auf alle Fälle. Ja, wir haben hier auch den 1.3er Patch inzwischen drauf. Und es gibt ja jede Menge neue Bugs. Hauptsächlich betrifft das Ganze die Konsolen. So was ich an Kommentaren mitbekomme. Aber zum Thema Konsolen kann ich halt leider nichts sagen, weil ich habe keine. Ich kenne niemand, der eine hat. Ja, scheinbar brauchen die Maschinen jetzt mehr Slots. Ich weiß es nicht. Ich muss natürlich auch berücksichtigen, dass neue Maschinen hinzugekommen sind. Also mir wurde immer so... Die meisten Sachen, die geschrieben wurden, waren so in die Richtung, ja, ganz viele Slots werden jetzt benötigt. Davor hatte ich so und so viele Slots für die ganze Map und jetzt brauche ich so und so viel. Es ist schon deutlich mehr, wie das es nur die Maschinen sein können, das muss ich zugeben, ja, aber ich kann es nicht einschätzen. Tut mir leid an der Stelle. So rein von PC-Spielern ist mir bekannt, wenn man die Ballen auf den Wagen packt, mit Spanngurten anschnallt, dann gibt es irgendwie Probleme, dass man die nicht mehr wirklich abladen kann im Frontlader. Das hat mir von die Gäschen berichtet, das hat auch schon einer kommentiert. Ihr dürft gerne, wenn ihr Bugs kennt, auch gerne unter diesem Video kommentieren, beziehungsweise unter meinem Patch 1.3 Vorstellungsvideo. Möglichst genau beschreiben. Dann kann ich gerne mal so ein Sammelvideo machen. Aber ich muss die Bugs halt kennen, weil wenn ich einen Bug nicht kenne und er ist auch nicht reproduzierbar, ist immer schwierig mit sagen, ja, das ist ein Bug und jetzt hier Giants bitte fixen. Da muss man schon auch wissen, wie ist der reproduzierbar. Das ist halt manchmal echt ärgerlich. Kenne ich selber von Arbeit, aber ja, das ist so. Ne, genau, zu dem Ballen-Abladen-Thema. Er hat mir das berichtet. Ich habe es dann selber probiert. Seltsamerweise, ich bin im Frontlader auf dem Anhänger, hab die Ballen aufgespießt, angehoben, weggefahren, passt. Da war nichts, was ich anders verhalten hätte. Das Einzige, ist jetzt nur eine Spekulation, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er die Ballen aufgeladen hat, angeschnallt hat und dann abgeschnallt hat. Dann hat er den Bug gehabt und ich kam ja erst später auf den Server drauf. Vielleicht, wenn er einfach vom Server runtergegangen wäre nach dem Abschnallen und dann wieder neu drauf, wäre der Bug nicht aufgetreten. Das ist eine Spekulation. Könnte so sein. Das müssen wir uns noch ein bisschen genauer anschauen. Ja, ansonsten sind mir jetzt so rein von PC-Spielern keine Bugs bekannt. Und auch ich persönlich habe ansonsten jetzt so noch nichts festgestellt. Ein paar alte, die ich davor schon kannte, die nicht gefixt wurden, klar. Aber ansonsten... Gut, bis ihr das Video hier seht, ist vielleicht noch ein bisschen mehr bekannt. Ich weiß nicht genau, wann ich es hochlade. Ich habe zum Aufnahmezeitpunkt aktuell noch eines vorproduziert, was morgen wahrscheinlich kommt. Es ist halt immer so, damit es ein bisschen versteht. Ich will eigentlich keine Videos groß vorproduzieren.
Ich produziere einfach das, was halt gerade ansteht. Wenn jetzt hier irgendwie richtig viel geiler Scheiß ansteht auf dem Community-Server, dann kann auch sein, ich mache am Tag irgendwie 3 Videos und dann mache ich mal eine Woche keine mehr. Kann aber auch weniger sein. Und die liegen dann halt da. In der Vergangenheit ist sich immer re relativ gut ausgegangen, dass die dann innerhalb von so 2 Tagen online gekommen sind. Aber wenn ich dann plane, okay, das Video soll dann kommen, das Video dann, und dann kommen irgendwie, ja, eine Menge coole neuer Mods, eine Menge News von Giants, die dann halt quasi meine Videoslots belegen und quasi mehr so ein bisschen Zeit rauben, die Videos dann vor schlussendlich zu rendern. Dann kann gut sein, dass ich die Videos von hier und von meinem Singleplayer-Spielstand so ein bisschen verzögern. Genau. So läuft es grundsätzlich bei mir. Auch die Tests. Denke ich mir, mache ich Mittwoch ein. Kommt irgendeine News raus. Verschiebt er sich und dann ist plötzlich Freitag. Aber was ich auch richtig gut finde, zu den Sachen, die ich jetzt getestet habe, gibt so langsam die ersten Mods, die genau das umsetzen. Was mich so ein bisschen interessieren würde, habe ich die Leute mit meinen Tests inspiriert, um die Mods zu machen? Haben sie sogar teilweise Daten davon verwendet? Also habe ich absolut kein Problem damit. Falls zufällig so ein Modder irgendwie zuhört, schreib's gerne in die Kommentare oder schreib mich auf Discord an. Rein so Interesse halber. Würde es mich schon interessieren. Also, ich persönlich. Ja, wenn es sein müsste, würde ich so einen Mod auch selbst programmieren können. Aber das Problem ist halt so, mir fehlt so ein bisschen die Zeit. Ich bin voll ausgelastet. Und ja. Wie soll ich sagen? Ich glaube, eine Excel-Tabelle zusammengestellt, die alles automatisch ausrechnet. So ein Google-Sheet, wo dann jeder privat Daten eintragen kann. Wobei, das glaube ich schwierig. Weil auf Google Sheets hat ja jeder Zugriff und jeder ändert dann quasi dem anderen seine Sachen, wenn dann 2, 3 gleichzeitig. Ja, schwierig. Müsste man sich mal anschauen, aber das wäre dann quasi eine Idee gewesen, die ich schon im Kopf hatte, dass ich vielleicht so eine Art Excel-Tabelle mache oder ein Kalkulationstool, das auf eine Webseite packe. Kann jeder irgendwie Wunschwerte eingeben und dann rechnet einem das die ganzen Sachen aus. An Mod habe ich persönlich gar nicht gedacht. Aber hätte mich wahrscheinlich auch mehr Zeit gekostet, es umzusetzen. Umso genialer, dass es andere machen. So, jetzt haben wir doch dann, ich denke, die Hälfte des Feldes. Gerade den Schwart hier noch zu Ende. Sieht man das? Ne, sieht man nicht, dass da unten schon ein Teil aufgeladen wurde. Da ist wie gesagt nur die Spitzen, die, sag mal, 5 kürzesten Schwarte. Oh ja, und heute ist der 6. Juli. Wir müssen heute auch noch einiges schaffen.
Feld 69. Muss noch gemulcht werden. Und dort muss noch eingesät werden. Ölrettich. Damit wir hier dann nächsten Monat Raps einsäen können, weil ist doch so. Raps, wo bist denn du? Ist doch da. Genau, nächsten Monat ist der letzte Monat, wo man Raps säen. Ne, der erste, wo man Raps säen kann. Das hier drunter verwechselt. Ja gut, wir haben eigentlich noch bis September Zeit, aber dann könnten wir den zumindest früher ernten. So. Schauen wir uns mal schnell hier die gestapelten Ballen von Fondi an. Was ist eure Meinung dazu? Wie findet ihr das? So, er hat hier die kleinen Rundballen. Hat dann hier hochkant. Dann hat er hier die großen Rundballen. Hier wird er stehend welche, dass die halt nicht rechts und links wegrutschen können. Dann die kleinen Heuballen und die großen Heuballen. Boah, muss das viel Arbeit gewesen sein. Seither hat er sie ja alle so gestapelt gehabt. Und dann ist passiert, dass die umgefallen sind. Also da hinten in der Ecke, da war alles umgefallen. Das war eine Katastrophe. Und jetzt hat er sie so hingesetzt, so wie sie quasi abgeladen werden. Ja, schauen wir mal, ob die physiktechnisch so liegen bleiben. Oder ob sie sich bewegen im Laufe der Zeit. Er meinte, es ist doch nicht ganz so, wie er es erwartet hatte. Ich bin mal gespannt hier. Weiß ich auch nicht. Hat er die muss er komplett neu gesetzt haben. Die hat er nicht einfach rübergeschoben. Ich glaube, da wäre alles zusammengebrochen. Krass, krass. Gut, ich hoffe, euch hat das Ganze hier wieder gefallen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.